Hey Friends und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wer hätte es auch anders gedacht? Heute reagiere ich mal wieder auf, wenn Tiere sprechen könnten. Und ich will gar nicht lange drum rumreden. Wir fangen einfach direkt an. Und let's go. Let's go rein da. So, mir reicht's jetzt. Ich hau ab. Ich hab die Schnauze voll von dem Saftladen hier. Das Essen ist schlecht und der Wärter stinkt nach Scheiße aus dem Maul. Ich zieh jetzt nach Mexiko, such mir... Teilweise denken die Tiere wahrscheinlich aber wirklich so. Frau, und mach eine Eisdiele auf. Daniel? Ah ja. Geschafft. Daniel. Hey, Daniel, stehen geblieben. Leck mich. Oh, Janik, ich hab schon wieder solche Bauchschmerzen. Oh, bitte nicht. Ich kann nicht. Oh. Alter, was soll denn das immer? Tut mir leid, Janik, ich mach grad eine schwierige Phase durch. Entschuldigung, ach, na dann. Ich musste gestern irgendwo meine Sonnenbrille verloren haben. Hey, hören Sie mal. Oh, ist ja nicht zu fassen. Kaum ist es wieder ein paar Grad wärmer, werden die Leute bissig. Ich bin doch nicht blöd. Hier muss doch noch irgendwo die sauer Schafsuppe sein, die ich bestellt habe. Oh mein Gott, die Ratten greifen an. Sie haben mich am Hals gepackt. Sie wollen mich würgen, bis ich blau anlaufe und meine Augäpfel platzen. Ja, okay, willst du mich verarschen? Krieg, bring die Kinder in Sicherheit. Oh, so ist's gut. Fresst mir die Parasiten vom Körper. Sie sollten sich dringend mal ein Anti-Schuppen-Shampoo besorgen, Mister. Hier hinten sieht's auch nicht besser aus. Haben Sie schon mal was von Klopapier gehört? Hier ist ja alles verkrustet. Der Bauchnabel ist auch voller Popel. Also wenn ihr mich fragt, ist das ein ganz schönes Dreckschwein. Wow, Achtung, wow. Hey. Ja, unhöflich ist er auch noch. Wow, das gefällt mir. Du hast einen Mordsarsch, Baby. Alter. Ja. Alter. Also das Geheimnis meines Erfolgs ist... Ich verstehe kein Wort. Letztendlich, dass ich die Sache entspannt angehe. Verstehen Sie? Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die niedlichsten Affen Floridas. Gib deine Haare her, du Miststück, los, hey! Gib deine Haare her, Alter. Gesagt, die sind echt. Jetzt schuldest du mir eine Banane. Ich glaube ja wohl, ich guck nicht richtig. Sieh schon wieder, was machen Sie auf meinem Baum runter von meinem Grundstück? Ich wollte bloß einen Apfel pflücken. Hier gibt's keine Äpfelsekurve. Ja, bitte nicht. Scheiß drauf, ich hole jetzt die Bohnen. Nein, lassen Sie das. Oh, das muss der neue Nachbar sein. Dann werde ich mal gleich meine Pflicht erfüllen und mich vorstellen. Hey, Nachbar. Hä? Herzlich willkommen, freut mich, Sie kennenzulernen. Na, leck mich doch am Arsch. Wollen Sie heute Abend mit uns grillen? Ah, ich esse lieber Sie roh. Müssen nicht gleich so nah rankommen, Mister. Mehr, du kleine Köstlichkeit. Hey, aufhören, lassen Sie mich los. Was ist denn das für eine Art? Ach du meine Güte. Ihr habt also vergessen, mich einzuladen, ja? Na, dann hoffe ich mal, dass ihr Spaß habt. Werner, bleib ganz ruhig. Ich halte Geschmäck. Hey, warte ich, Werner. Damit eins klar. Wer kennt's nicht? Der eine Freund, den man nicht einlädt und der dann bei der Party kommt und alles zerstört. Ich hab ihn Gott sei Dank nicht. Ist an meinem Geburtstag auch keiner von euch Arschlöchern aufkreuzen. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das Wasser ist doch ganz warm. Moment mal. Ah, mich hat irgendwas gebissen. Schlangen, Piranhas, Krokodile, rette sich, wer kann. Leute, könnt ihr mir mal bitte helfen? Ich hab hier ein kleines Problemchen. Das schaffst du schon, Karin. Nicht locker lassen. Immer schön durchhalten, Karin. Ist das euer Ernst, ihr Idioten? Ihr müsst mir helfen. Das schaffst du schon, Karin. Keine Sorge, Karin. Ich rette dich. Manfred, nein. Na, ja, perfekt gerettet. Wieso? Ich glaub, die juckt den Fell. Verschwinde, das ist Mähball. Hey. Aufs Maul, hä? Das ist Mähball. Das könnte ich sein. Wenn irgendjemand mit meinen Sachen spielt, reagiere ich auch so. Doch auch mal mit dem Ball spielen. Wenn ihr damit spielt, dann bin ich das, kapiert? Du musst mir nicht gleich wieder zickig werden, Dörte. Was hast du gesagt? Zickig? Ich? Wen nennst du jetzt zickig? Ich hab dich in Stücke. Ach du Scheiße. Was? Alter. Na, was habe ich euch gesagt, Freunde? Menschen sind echt bescheuert. Die Alte mit der Trillerpfeife hat ein richtiges Ding an der Waffe. Ja, nachher, wenn wir wieder losfliegen, kacke ich dir auf die Mütze. Solche Tagesausflüge sollten wir öfter machen, Leute. Das ist zu witzig. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Das ist eine ja, besondere das Form von Aerobic. Aus. Das erfordert Ausdauer, Konzentration, jahrelange Übung und absolute Körperbeherrschung. Ja, oh, wahrscheinlich alles, was du nicht hast. Oh, boah, das war's. Schade. Das war aber mal wieder richtig geil.